Ja, Sascha, ein Spiel wie, sagen wir mal, eine Königsetappe bei der Tour de France. Wie ist dein Bauchgefühl? Ist die Stimmung im Kader, in der Mannschaft, in der Kabine auf Erfolg in Halle und natürlich auch darüber hinaus gepolt? Ja, na klar. Also wir haben uns jetzt wieder ein positives Gefühl erarbeitet durch die letzten zwei Spiele. Und das wollen wir einfach mitnehmen. Wir wissen natürlich, dass in Halle eine extrem aufgeheizte Stimmung sein wird, aber das haben wir bis jetzt in dieser Saison immer gut mitgenommen und auch positiv für uns. Und wir wollen in Halle 3 Punkte holen. Was der Knackpunkt, der für euch sprechen könnte, oder die beiden Knackpunkte, wo siehst du Entscheidendes bei eurer Auswärtsstärke? Ja, ich glaube, dass in der dritten Liga generell da immer auf Kleinigkeiten ankommt. Wir müssen einfach unsere 100% abrufen und ich glaube, dass es dann für jeden Gegner schwer ist, gegen uns zu punkten. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wenn wir hier unsere 100% auf den Platz kriegen, wir auch in Halle was mitnehmen. 20 Minuten nach dem Spiel, der Rüdiger Rehm beantwortet die ersten Fragen. In welcher Gefühlslage wird er sich da am Samstag befinden? Ja, ich hoffe natürlich in der positiven. Ne? Ich glaube, man sollte trotzdem, wie das Spiel da in Halle läuft, nicht euphorisch oder depressiv werden, egal wie es ausgeht, weil danach immer noch genug Spiele sind. Aber wir wollen natürlich da einen guten Schritt machen. Vielen Dank. Gerne.